New Work im Krankenhaus bzw. das Projekt Meine Station. Das ist das Thema unserer heutigen Folge und damit ganz herzlich willkommen zum F&W Klinik Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Hubertus Schmitz-Winnenthal ist Chefarzt am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau und er hat eine Station nach New Work Prinzipien radikal umgebaut. Für dieses Projekt wurde er ausgezeichnet mit dem Vordenker Award, den Bibliomed einmal im Jahr verleiht. Und auf dem DRG-Forum am 22. März in Berlin hat Schmitz-Winnenthal zusammen mit seiner Kollegin Johanna Stecher das Projekt vorgestellt und auch Zahlen gezeigt, wie dieses Projekt nach einem Jahr dasteht. Für diese Podcast-Folge haben wir die Session aufgezeichnet. Die Moderation hatte mein Kollege Jens Mau aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen und über das Projekt berichten dürfen. Und ich bin Johanna, ich bin Pflegepionierin am Klinikum Aschaffenburg und freue mich, dass ich heute Hubertus begleiten darf. Hubertus, du hast den Preis gestern gewonnen, du bist Vordenker 2024. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Auch von mir erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für das Projekt interessieren. Ja, wie geht's mir? Das ist eine große Ehre und ich finde es ganz toll, dass wir diese Ehre in Empfang nehmen durften. Das ist eine tolle Auszeichnung für das Projekt und auch für diese harte Arbeit, die wir da reinstecken. Und es lohnt sich wirklich. Das wollen wir Ihnen heute so ein bisschen zeigen. Sie kennen den Spruch von Albert Einstein, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Wir hatten es heute Morgen auch schon bei der Keynote-Lecture gehört. Das ist nicht besonders sinnvoll. Aber was für ein anderes Ergebnis wollen wir eigentlich? Welches Ergebnis gefällt uns nicht? Und das Ergebnis, glaube ich, was wir alle gut kennen, da wollen wir auch gar nicht so viel Zeit verlieren, Fachkräftemangel, Pflegenotstand, das bringt die Krankenhäuser, das bringt uns und das bringt die Patientenversorgung in große Not. Was tun wir, um ein anderes Ergebnis zu erzielen? Ja, wir reden über 4-Tage-Woche, wir reden über Gehaltssteigerung, wir reden über... Wie kann man das Private mit dem Beruflichen verbinden? Wir reden über Dienstwagen und. Das, was allen diesen Methoden gleich ist, verstehen Sie mich nicht falsch, das sind super, super Methoden und wir wenden auch viele von denen an, die sind sehr, sehr hilfreich. Aber sie machen den Job nicht besser. Wenn der Job beschissen ist, verzeihen Sie mir, dass ich das so sage, dann kommen Sie halt mit dem Dienstwagen bequem zum beschissenen Job, aber das macht's nicht besser. Sie kriegen vielleicht mehr Geld für den beschissenen Job und Sie müssen ihn nur 4 Tage aushalten, aber das, was Sie eigentlich wollen, ist, dass der Job echt gut ist. Wenn der Job richtig super ist, dann laufen Sie da auch hin. Dann brauchen Sie da keinen Dienstwagen. Ja? Natürlich hilft er, auch bei einem guten Job hilft der Dienstwagen, aber das ist das Ziel. Und warum ist es so schwer zu erreichen? Das Bedürfnis, eine gute Arbeitsstelle zu haben, das ist, glaube ich, unstrittig. Das finden alle super. Aber die Strategie, wie man diesen Job gut macht, die ist ohne weitere, da liegen die Konflikte. Das ist sehr konfliktträchtig. Also, Konflikte entstehen nicht auf Bedürfnisebene, sondern auf der Strategie, wie man sich diese Bedürfnisse erfüllt. Und das ist im Krankenhaus das Problem. Im Krankenhaus, da gibt es den operativen Bereich. Das hat jetzt nichts mit dem Operationsraum zu tun, sondern das ist der Bereich, wo Visiten gemacht werden, Verbände gemacht werden. Eigentlich alles das, was hier der AOK in Rechnung stellen kann, passiert im operativen Raum. Und dieser operative Raum, der wird vom Steuerungsraum organisiert. Das sind klassischerweise Menschen, die im operativen Raum sehr wenig zu tun haben. Also das heißt, die Bedürfniserfüllung von den Menschen, die den Job machen, die das Geld verdienen, wird von Menschen strategiert, die da gar nichts zu tun haben oder wenig zu tun haben. Und da gibt es Konflikte und das haben wir verändert und anders angepackt. Eine Methode, wie man das machen kann, ist Selbstorganisation. Und das ist nochmal ganz wichtig. Selbstorganisation ist nicht das Ziel, sondern Selbstorganisation ist eine Methode, die wir anwenden, um Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Arbeitsalltag, in die Arbeitsabläufe integrieren zu können. Das ist das Ziel, warum wir das, oder das ist der Grund, warum wir Selbstorganisation anwenden als Methode. Und
Wie sich das anfühlt, was da rausgekommen ist, wird Ihnen die Johanna jetzt mal erzählen. Um die Methoden der Selbstorganisation zu erlernen im Team, weil wir das alle so davor noch nicht gemacht haben, haben wir Loop-Workshops gemacht. Wir haben der Loop-Approach ist ein Rahmen, der eigentlich aus der freien Wirtschaft kommt und das erste Mal bei uns Anwendung findet im Krankenhaus und 7 Tugenden enthält für effektive Organisationen. Und das ist der Rahmen, nach dem wir arbeiten. Und die Kompetenz haben wir in diesen 3 Workshops im Ende 2022 aufgebaut. Wir hatten eine Vorbereitungsphase und sind dann im Februar 2023 in den Echtbetrieb gestartet mit einem Team aus 23 Personen, die sich quasi dafür entschieden haben, diesen Wandel mitzugehen und diese Station aufzubauen. Wir haben einen enormen Zulauf an Bewerbungen, an Personal. Wir haben insgesamt 125 Bewerbungen im letzten Jahr bekommen und sind auf eine Teamstärke von 38 angewachsen. Für das Klinikum besonders ist, dass 70% der Personen für das Projekt ans Klinikum gekommen sind und dass wir wenig intern rekrutiert haben. Und ein Drittel ist tatsächlich zurückgekommen in die Pflege für dieses Projekt. Ich bin eine davon. Ich bin relativ schnell aus der Pflege rausgegangen nach der Ausbildung, weil man nicht so arbeiten konnte, wie ich das wollte. Und habe Betriebswirtschaftslehre studiert, habe dann im Bereich Unternehmensentwicklung gearbeitet und habe von dem Projekt gehört und habe nicht mehr aufgehört mitzumachen. Das Ergebnis dieses Teams ist, dass wir so arbeiten, wie wir es wirklich, wirklich wollen. Wir haben eine enorm hohe Selbstwirksamkeit im Team. Wir sind handlungsfähig, wir können Entscheidungen treffen und die Station so gestalten, wie wir das wollen und wie die Patienten und Patientinnen das brauchen. Wir haben einen selbstorganisierten Dienstplan zum Beispiel und schreiben das selber und wir haben ein Bistro und ein Visitenzimmer. Das heißt, die Patienten und Patientinnen sind deutlich mobiler bei uns auf der Station. Und haben, ja. Das fühlt sich alles richtig, richtig gut an. Und jetzt haben wir relativ neu Daten bekommen und können quasi belegen, dass es sich nicht nur richtig, richtig gut anfühlt, sondern dass es auch tatsächlich richtig, richtig gut ist. Es lief eine Masterarbeit von der Universität Freiburg, wo die kulturellen Auswirkungen eben wissenschaftlich erarbeitet wurden mit einem Fragebogen. Und die Ergebnisse würde ich Ihnen einmal vorstellen. Der Einfluss auf die Arbeit auf der Station ist deutlich höher als auf anderen Stationen. Das Blaue sind wir. Das Rosane sind Pflegekräfte auf anderen Stationen, die befragt wurden. Das Braune sind andere selbstorganisierte Teams, die nicht unbedingt im Krankenhaus arbeiten. Also es sind generell selbstorganisierte Teams aus der freien Wirtschaft. Es zeigt, dass der Einfluss auf die Arbeit, die wir auf der Station haben, signifikant höher ist als auf anderen Stationen. Das empfundene Vertrauen und die Gerechtigkeit ist signifikant höher als auf anderen Stationen. Die Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz ist auch signifikant höher als auf anderen Stationen. Das merken wir auch, weil wir bisher keinen Weggang haben, also keine Kündigung. Es gab eine Kollegin, die ist in Rente gegangen, ein Kollege, der ist krankheitsbedingt ausgeschieden, aber wir haben keine Person, die das Team verlassen hat. Und die empfundene Menge an Arbeit ist deutlich geringer als auf anderen Stationen. Und das, obwohl wir diesen ganzen Transformationsprozess auf der Station quasi
aus dem Team heraus machen und die ganzen administrativen Themen auch auf dem Team, aus dem Team heraus machen. Es gibt aber auch Themen, an denen wir arbeiten müssen. Das Gemeinschaftsgefühl bei uns ist deutlich geringer. Wir sind als Team neu zusammengekommen und das merkt man. Wir sind mit der Teamfindung beschäftigt, im Prinzip seit einem Jahr. Wir sind so gewachsen, dass wir auch immer wieder mit Teamfindungsprozessen zu tun haben. Und das ist super anstrengend. Und daraus resultiert auch, dass wir deutlich weniger Feedback-Kompetenz im Team haben und deutlich weniger psychologische Sicherheit. Und das ist auch was, woran wir im nächsten Jahr arbeiten wollen und was wir nochmal vermehrt in den Fokus nehmen werden. Nun könnte das mit der geringeren Belastung ja auch daran liegen, dass wir einfach weniger Patienten behandeln oder ineffektiver Patienten behandeln. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt noch, was wir an Patienten und was die klinischen Daten sind. Wir haben 251 Behandlungsoptionen in dem letzten Jahr gehabt. Die haben 907 Patienten genutzt, insgesamt 6.300 Behandlungstage mit einer Auslastung von 98%. Also wir hatten eigentlich in jedem Monat eine Vollauslastung. Das Ergebnis, wir haben ein CMI über das letzte Jahr gemittelt von 1,64. Das ist im Benchmark, also Vergleich von Krankenhäusern anderer Größe, unserer vergleichbaren Größe. Das ist so Traunstein, Schweinfurt, das sind so 600, 800 Bettenhäuser. Da haben wir so 0,2 Punkte mehr. Also das heißt, wir haben komplex erkrankte und komplexer zu behandelnde Patienten und brauchen aber signifikant weniger Zeit, um diese Patienten gesund zu machen. Also die Patienten gehen im Schnitt knapp 2 Tage früher aus dem stationären Bereich. Und das ist ein Effekt, den wir jetzt noch deutlich gesteigert haben. Ich zeige Ihnen die Daten von diesem Jahr. Das ist Januar und Februar. Wir haben weiter die Komplexität gesteigert, sicherlich auch der Fallzahlentwicklung geschuldet. Aber unsere Verweildauer ist nochmal deutlich different zu dem, was im Katalog zu finden ist. Und das schaffen wir, also wir haben 30% weniger stationäre Behandlungen, die wir brauchen, und das schaffen wir bei 70%, knapp 70% der Patienten. Also es sind nicht wenige, die das ausmachen, sondern es ist eher die Mehrzahl der Patienten, die über diesen Behandlungspfad effektiver behandelt werden können. Woran liegt es? Es liegt natürlich nicht daran, dass wir so super tolle Medizin machen und so super schonend operieren. Machen wir natürlich auch, aber die anderen operieren auch toll und schonend. Aber wir haben einen sogenannten salutogenen Behandlungspfad aufgemacht. Das heißt, das, was die Patienten an Gesundheit mitbringen, das wollen wir unbedingt erhalten und auch nutzen. Das heißt, wenn ein Patient aufstehen kann, dann muss der nicht klingeln, um sich ein Schmerzmittel geben zu lassen. Dann kann der Patient zum Stützpunkt kommen und sagen, ich kriege Schmerzen, gib mir bitte 20 Tropfen Novalgin. Und das Zweite, was enorm wichtig ist, das ist diese poststationäre Behandlung. Sobald die Patienten aus medizinischen Gründen keine Übernachtung mehr brauchen, keine Hotellerie mehr brauchen, aber noch Verbandswechsel brauchen oder weitere medizinische Notwendigkeiten haben, die sie ambulant erhalten könnten, dann kommen die in die Visitensprechstunde. Ja? Also das heißt, die Patienten werden dann einbestellt, die kommen mit ihren Angehörigen. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation. Der Patient muss nicht im Krankenhaus schlafen, kriegt das Krankenhausessen nicht. Ich hoffe, bei Ihnen ist das gut, bei uns ist das Krankenhausessen immer wieder in Kritik. Die Ärzte brauchen sich nicht um diese ganzen, und die Pflege braucht sich nicht um diese ganze Hotellerie kümmern und das Zeug drumherum. Und wir haben das Bett frei zur Behandlung. Also das ist wirklich eine gute Sache. Aber natürlich ist es eine Leistungsverdichtung, die nicht abgebildet ist. Weder im Pflegeentgelt noch in irgendwelchen anderen DRG-Zahlen. Offiziell ist der Patient in der DRG behandelt und hat im Krankenhaus eigentlich keine Option mehr. Aber trotzdem profitieren wir davon und unterm Strich macht es absolut Sinn. Nochmal ein paar Eindrücke von der Station. Genau, hier sieht man das Bistro, der Ort, wo Patienten und Patientinnen zusammenkommen, wo sie zusammen die Mahlzeiten einnehmen, aber ein Raum, der auch als Aufenthaltsraum dient.
Und ja, es ist immer ganz, ganz beseelend, wenn man dann da mal reinkommt zur Abendessenszeit und die Patienten und Patientinnen da sich unterhalten und austauschen und ja, auch gegenseitig gehört werden. Genau. Ich glaube, das haben wir heute Morgen auch gelernt. Veränderung bedeutet Veränderung, nicht nur der anderen, auch von uns selber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen und neue Dinge probieren. Wir haben das getan. Und was wir gefunden haben, ist ein anderes Ergebnis, so wie wir es gehofft haben. Und zwar, wir haben wirklich keinen Fachkräftemangel. Also wir haben eigentlich eher zu viele Pflegekräfte für das, was wir tun. Zumindest haben wir einen sehr guten Schlüssel. Wir haben keinen Pflegenotstand, wir haben keine chronische Unterbesetzung, keine Überlastung. Und das fühlt sich so an, dass das Gesundheitssystem Stück für Stück weniger marode ist. Krankenstand, das haben wir schon noch, da müssen wir auch noch dran arbeiten. 11% im letzten Jahr, wobei da ein paar Langzeitkranke auch dabei waren, Bein gebrochen und so. Aber das sind sicherlich Themen, wo wir auch arbeiten müssen. Was können wir füreinander tun, um nicht krank zu werden? Wir checken gemeinsam immer ein und gemeinsam aus, jeden Dienst, jedes Meeting. Und das möchten wir auch heute machen. Wir möchten auschecken mit der Frage, was muss noch gesagt werden? Und ich fange an, Hubertus. Ich möchte sagen, dass ich es absolut verdient finde, dass du diesen Preis gewonnen hast, dass du Vordenker bist. Und dass ich es auch richtig schön finde, dass du diesen Preis gewonnen hast. Du teilst wahnsinnig gerne mit dem Team. Und das ehrt dich sehr. Aber wir haben so viele Preise auch im letzten Jahr gewonnen. Ich finde es schön, dass du dran bist und dass du Vordenker 2024 bist. Ja, vielen Dank. Also mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das so anzunehmen. Aber weil das ist wirklich auch eine Teamleistung. Ich hatte es ja gestern Abend schon gesagt, also keiner hätte davon erfahren, wenn es bei dem Gedanken, bei dem Vorgedanken geblieben wäre. Und nur dadurch, dass es wirklich so viele mutige Leute geben, die den Gedanken annehmen, umsetzen und dann wirklich in die Realität übersetzen, ja, so eine Art Inkarnation vorantreiben. Nur dadurch kann man das überhaupt berichten und dadurch kann man solche Preise kriegen. Ja, vielleicht noch die Frage an Sie, was wollen Sie noch sagen und welche Daten wollen Sie im nächsten Jahr hier auf dem DIG-Forum von diesem Projekt sehen? Ja, Frau Stecher, Herr Schmitz-Wintal, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Mitarbeiterzufriedenheit ist der Schlüssel für Erfolg. Das ist mittlerweile durchgedrungen in dieser Branche. Aber dieses Projekt ist schon etwas ganz Besonderes. Deswegen würde ich den Staffelstab weiterreichen ans Publikum. Gibt es denn eine Frage an Frau Stecher oder Herrn Schmitz-Wintal? Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Ich habe eine Frage und zwar, wie groß war die Gegenwehr? Das ist ja nicht krankenhaustypisch. Und wie sind Sie damit umgegangen in der Überzeugung? Gegenwehr von wem? Von Chefärzten. Ja, also Chefärzte war überhaupt gar keine Gegenwehr, aber ich habe ein relativ gutes Standing in der Chefärzteschaft. Wo es Gegenwehr gab und auch heute noch gibt, sind Pflegedienstleitungen und vor allen Dingen die Bereichsleitungen. Die Bereichsleitungen haben große Sorge, dass das System gegen sie spielt, weil die Bereichsleitungen natürlich, denen kommt eine andere Aufgabe zu. Die sind dann weniger Menschen, die vorgeben und Strategien reingeben, wie zu arbeiten ist, sondern das sind mehr, die kommen dann mehr in eine Position Ermöglichmacher, also zu schauen, okay, was braucht ihr, wie kann ich euch unterstützen, dass diese Systeme oder das, was ihr euch überlegt habt, dass das umgesetzt werden kann, wie kann ich euch Arbeit abnehmen. Wenn das gut verstanden wird, dann braucht es diese Position unbedingt und das ist total wichtig, aber da entstehen Ängste und die muss man rechtzeitig und gut adressieren. Ich kann ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht so gut gemacht aus zwei Gründen. Der erste Grund war, wir wollten auf keinen Fall uns interne Hauskonkurrenz machen. Also die Vorgabe vom Geschäftsführer war nicht mehr als 50% hausinterne Mitarbeiter, weil wir natürlich Personal auch gewinnen wollten. Das ist uns nicht damit gedient, wenn wir eine Station aufmachen und zwei Stationen zumachen, weil die Leute dann das bei uns konzentrieren.
Und deswegen haben wir die interne Kommunikationsstrategie ein bisschen, sag mal, stiefmütterlich behandelt. Und das ist aber jetzt was, wo wir wirklich nachsteuern. Ja. Vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit, wir sind eigentlich schon fast drüber, aber ich würde dann noch eine Frage zulassen, wenn Sie... Mich würde einmal interessieren, wie Sie das konkret umgesetzt haben. Also wenn es keine Stationsleitung mehr gibt, alltägliche Aufgaben wie beispielsweise eine BTM-Kontrolle, wie hat sich das umsetzen lassen? Wir arbeiten rollenbasiert. Also wir haben die Verantwortlichkeiten, die klassischerweise eine Stationsleitung innehat, auf mehrere Köpfe im Team verteilt und denen auch Namen gegeben. Also es gibt zum Beispiel eine Rolle, die heißt BTM-Master und die ist dafür zuständig, quasi die Regeln oder die Regelmäßigkeit, wie oft eine BTM-Kontrolle stattfindet, zu bestimmen, ins Team zu tragen, abzustimmen. Und ja, das ist ein Beispiel, aber es gibt noch viele weitere Beispiele. Also es gibt eine Rolle Recruiting-Koordination, die Vorstellungsgespräche führt. Es gibt eine Rolle Dienstplan-Master, die einen Blick auf den Dienstplan hat und das Team dabei unterstützt, den Dienstplan selber zu schreiben. Und so sind die Verantwortlichkeiten über mehrere Köpfe verteilt. Genau, und das ist stärkenbasiert. Also das Team sagt, okay, wem trauen wir diese Aufgabe zu? Wer hat da unserer Meinung nach die größte Kompetenz? Und der kriegt die dann? Über einen Wahlprozess. Also da gibt es ein Meeting-Format und da werden dann die Rollen über einen Wahlprozess vergeben. Und damit war die Zeit leider auch schon vorbei. Timeboxing ist auch auf dem DRG-Forum wichtig. Wenn Sie noch mehr über das Projekt lesen wollen, kann ich Ihnen das Interview mit Hubertus Schmitz-Winnenthal empfehlen, das wir in der April-Ausgabe in F&W veröffentlicht haben. Das Laudatio-Video und Eindrücke vom DRG-Forum finden Sie auf unserer Webseite bibliometmanager.de. Wir berichten auch in anderen Podcast-Folgen über die Highlights von diesem Kongress. Es lohnt sich also, in neuen und vielleicht auch ein paar älteren Folgen hineinzuhören.